Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind gerade beim B-Stern, Mensch, ich kann es euch auch am besten zeigen. Immerhin 229 Sonnenradie und hier noch ein O-Stern, ist relativ klein. Ja, relativ. Ist immerhin Silber Sonnenmasse. Ach, 26 Sonnenmasse und Silber Sonnenradie. Ist aber ein bisschen weiter weg. Da müssen wir nicht hin. Ja, die Route ist schon geplottet und es ist sehr wahrscheinlich wieder ein B-Überriese oder irgend sowas um den Dreh. Dürfte noch vier Sprünge sind. Jupp. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Wer ein bisschen aufgepasst hat, hat gemerkt, dass die Folge gestern ein bisschen zu spät online kam. Ja, der Herr hat einfach vergessen, so hoch zu laden und für um 4 Uhr dann freizuschalten. Da musste ich sie halt hochladen und da war sie halt online, wann sie halt von YouTube fertig bearbeitet war. Kommt vor. Dann doch ein bisschen stressiger gestern und. Ja, okay, gut, bei mir eigentlich heute. Hab das vorhin ja schon hochgeladen und ja. Naja. Egal, Hauptsache noch, hat noch gepasst. So, da ist der Tank wieder voll und 8 Objekte. Kein Gasriese, halt im Mond, okay. Ach, aber ein Dings, ein T-Tauri hat im Mond. B-Stern, was haben wir hier? Klasse 4. Jo, ganz normaler Eisplanet. Na gut. Dann nichts wie weiter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was haben wir in der letzten Folge gemacht. Ach so, wir haben glaube ich die Bakterien aufgesammelt. Ach stimmt, der große Überriese war es noch. Stimmt. Die Frage ist, das habe ich jetzt wirklich komplett vergessen, weil ich glaube, ich habe das letzte Filmupdate noch nicht gemacht. Glaube ich nicht. Es waren nur 3 Stück. Kann ich hier noch schnell nachholen? Ah, gucken wir mal, wir scannen hier mal zuerst. Ich habe ja was zum Scannen. Oder zum Detailscannen weiß man ja nie. K-Stern. Wieso eigentlich nicht? Das müsste reichen. Nee, da haben wir nichts Interessantes bestimmt. Naja, wo? Wer ist man das? Wer ist man das? Vielleicht ist hier cooler Mond bei. Na, da ist schon mal nichts. So, und dann haben wir Tunnel war noch was, genau. So, nö, hier ist komplett uninteressant. Dann geht's weiter. Ja, was gab es an den Filmen? Ich hoffe es mal nicht, dass ich komplett verwirrt bin, weil ich war gestern nicht so fit und ich kam hier, weil ich gelabert an. Was habe ich denn geguckt? Ist auch schon jetzt ein paar daher. Harry und Sally. Wir kennen da bestimmt diese, ja, Rom-Com, wie man das so schön nennt. Rauskommen 88, 86, irgendwie so vom Rob Reiner oder wie man den Namen auch dann ausspricht, mit dem Billy Crystal und dem Meg Ryan, ziemlich jung sogar. Ja, kennt man diese
Szene, also der Film mit der berühmte Orgasmus-Szene in dem Restaurant. Und ja, da ist jetzt eine neue Veröffentlichung rauskommen, endlich auch ein 4K und Mediabook, die habe ich mal geholt. Und ich wusste gar nicht, ob ich den Film schon gesehen habe. Die Szene kannte ich natürlich, die ganz bekannte, aber ich könnte jetzt nicht beschwören, ob ich den schon mal gesehen habe oder ob ich mir es nur einbilde, ihn gesehen zu haben, weil ich halt ein paar Szene kannte. Aber der Film ist halt, der ist wirklich gut. Ich hab's ja nochmal, was denn zum deine Romcoms, gibt ein paar, die gefallen mal. Der gehört definitiv dazu. Der hatte richtig geiler Humor, der ist so witzig, der Film. Aber halt, ja, Schwefeldioxid-Atmosphäre hätte man hier und terraformierbar. Okay, hier haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, also wie gesagt, wunderbarer Humor bei dem Film. Überhaupt nicht platt und zwei Schwefeldioxid-Momente müssen wir es ja schon abchecken. Was wir hier haben. Schwefeldioxid, okay, das ist terraformierbar. Terraformierbar, Gott sei Dank zusammen. Ein Biosignal. Mhm. Dann haben wir hier Schwefeldioxid. 1 und hier mit 2. Oh, das ist bestimmt der Kandidat. Da müssen wir bestimmt hin. Also 2 ist wichtig. 4 und 5. Wir planen gerade mal. 2, 3, 4, 5. Ja, komm. Egal. Egal. So, genau, weiter im Text. Ja, wie gesagt, wunderschöner Film. Auch der Romantikanteil, der ist definitiv da. Super romantischer Film, aber halt nicht kitschig oder so oder schnulzig. Ganz und gar nicht. Der hat viel Schwung, der hat gewitzte Dialoge, der hat es super Pärchen. Also, der Film ist echt top. Also, definitiv. Dann war man nochmal danach die Klapperschlange zu gucken. Escape from New York vom John Carpenter. Und das erste, was auffällt, mein Gott, sind die Effekte schlecht gealtert. Also, buh. Da dachte ich erst, hui, wie sieht denn das aus? Also, wie gesagt, die Effekte sind wirklich, wirklich nicht gut gealtert. Das ist, ja, nicht gut. Aber trotzdem, von der Atmosphäre her ist das Ding immer noch so Brett. Also da kann man echt nichts sagen. Dazu noch die Musik von John Carpenter. Das macht echt was her. Und irgendwie dieses Manhattan als Gefängnis war nie abgefragter, dreckiger und dunkler. Also atmosphärisch ist das Ding immer noch ganz vorne dabei. Und der Snake Plissken ist wohl die allercoolste Socke überhaupt, ey. Kurt Russell natürlich. Also, der Film macht noch jede Menge Laune. Bakterien sollen wir uns das holen. Das holen wir uns wahrscheinlich nicht. Das ist dieses Uninteressante. Nee, das schnappen wir uns nicht. Details gehen reicht hier, weil terraformierbar. Ja, also, wie gesagt, Top-Film. So richtig endzeitmäßig, was er ja auch eigentlich ist, weil dieses zerbombte Manhattan ist halt als Gefängnisinsel ganz klar Endzeit-Szenario und das komplette Star-Aufgebot irgendwie von allen Leuten, die man von John Carpenter-Filme kennt, noch Lee Van Cleef und Tom Atkins und was weiß ich noch alles. Also der Film ist immer noch richtig, richtig gut. Kann man nichts sagen. Moment. So, da haben wir nichts. Erstmal nochmal Landbau, oder? Und zumindest wollen wir nicht landen, weil wir wollen zur Nummer 5, ist es glaube ich. Ja, da landen wir definitiv. Der schreit nämlich nach Stratum. Genau, scan es durch, wunderbar. So, und als letzten Film noch ein Highlight. Wahrscheinlich wäre ich hier auch geschlagen. Ich habe nochmal, also ich habe jetzt endlich mal Batman Collection durch und der letzte Teil war natürlich Batman und Robin. Oh oh. Hab den damals auch im Kino gesehen und ich wusste ja, der Film ist nicht so ganz gut, sagen wir es mal so. Aber Hölle, ich hatte so einen Spaß bei dem Film. Wahnsinn, also
Der Film ist eine Katastrophe, das muss man so sagen. Also, die können das nicht so angemeintern. Das kann, aber Hans ist scheinbar. Allein was der Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze an One-Liner raushaut, der ist nur am One-Liner-Truppe. Schon in der ersten Szene. Ich habe mich so königlich amüsiert. Und so laut wie bei dem Film habe ich schon lange nicht mehr beim Film laut gelacht. Also, und zwar bei manchen Szenen, wo es auch gar nicht gewollt war. Dann die Uma Thurman als Poison Ivy, die haben sie auch ein paar Dialoge gehabt. Boah. Also, ich befrage mich, ob die gekifft haben. Oder generell was für Droge die genommen haben. Die will ich auch. Die müssen ja sowas von drin knallen. Also, der Film ist wirklich so. Ich kann mir das beschreiben soll. Das ist so fast der geistige Nachfolger von der alten Serie aus den 60er. Weil total drüber. Ihr witzige Idee, der ich will ein Comic sein Regler ist über am Anschlag und abgebrochen und also wahrscheinlich ich kann es auch verstehen, dass Comic-Fans bei dem Film wahrscheinlich ein Mipsche Seppuku begehen würde. Oder beziehungsweise das mit der Drehbuchautore und dem Regisseur machen würde. Aber ich hatte so viel Spaß bei dem Film und der ist jetzt ganz offiziell vielleicht sogar mein liebster Batman. Ja, ernsthaft. Der hat mich einfach so super ohne Hall. Und kommt definitiv in meine Liste der. Ich mag den Ausdruck ja nicht. Guilty Pleasures nennt man das hier, aber ich mag den Ausdruck nicht, weil ich fühle mich nicht schuldig. Ich habe einfach Spaß. Wo fiel man da hin? Aber da ist so schön, ja. Also, ja, Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe den als Spaß, also als richtig schlechter Film in Erinnerung. Okay, er ist mal richtig schlecht, aber dass der so spaßig ist, das soll ich gar nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich ist mir das damals auch nicht so vorkommen. Jetzt nur ein paar Jahre drüber. Einige. Sieht man manche Sache anders da. Also, ich hatte wirklich Spaß bei dem Film. Ja. Ja, mittlerweile wächst meine Liste von den Guilty Pleasures, Filme, die ich gut finde, die viele andere scheiße findet, die wächst momentan. Street Fighter ist dabei, Super Mario Bros. Natürlich der grandiose Triple X2, State of the Union und Battleship. Also, mo, die Kanse, keine Ahnung. Ich sag mal, Trash-Filme wie Sharknado, so Ausgeschoss oder Ghost Shark, bei denen finde ich auch richtig gut. Oder, keine Ahnung, Lava Lantula, da wie er heißt. Der ist auch sehr witzig. Demo außer vor gelassen, weil das ist ja irgendwie. Ich meine, so normale, richtig große Filme, die halt eher schlecht aufgenommen wäre, ich finde sie gut. Zumindest die definitive Einträge hätte ich schon mal. So, und was haben wir hier? Moment, ja, 0,4G. So, Bakterien haben wir. Ach, guck mal, da ist auch was anderes. Ah ja. Das sieht man doch stark nur unserem Stratum aus. Moment. Oh, ist es? Doch, natürlich. Komm. So, Bacterium tectonica slime. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Sehr Stratum, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, ja.
Das Zeug nehmen wir doch gerne. Ganzes Feld, da können wir doch landen. So, wenn wir da noch einen Landeplatz finden, wo auch Bakterien in der Nähe sind, dann wäre alles gut. Hier gucken wir mal, ob ich was finde, wo irgendwie mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. Eventuell hier mit ein bisschen Laufarbeit. Da, guck mal, da. Passt doch. Ist nur ein kleines Stratum, aber das tut's doch auch. Oh, guck mal hier. Fällt mir aber gerade auf. Aber den haben wir bestimmt schon. So oft wie mir in der Gegend war. Wir können noch mal gucken, wenn wir vom Planet weg sind, sicherheitshalber. So, dann macht die Animation noch fertig. Können wir noch schnell ein Bild machen. Dann da vorne unser Bakterium Cerberus grün. Ah, da sind wir schon wirklich nah an dem Nebel dran. Hier mir auf. So, wenn ich richtig geguckt habe, war hier etwas. Ja. Paar Schritte laufen. Nicht schlimm. Das müsste reichen. Ajo, passt. So, und die letzte Probe. So, dann haben wir jetzt noch den Planet A4. Weiter gibt es auch ja, Schwefeldioxidatmosphäre, ein Biosignal. Das gucken wir uns noch an. Mal gucken.
Richtung passt. Sehr schön. So. Also wir müssen jetzt eh hier ein bisschen weg und dann können wir gerade noch gucken. Wo ist dieser Nebel? Da oben. Der einem schwarzen Loch als Zentrum. Nee, doch, aber es hat ein bisschen gedauert. Okay. Okay, das dauert immer ein bisschen. Gut, da waren wir schon. Alles klar. Ah, Frostbeeren. Wo war sie? Ach, guck mal hier. Da waren wir schon. Haben sogar schon verewigt. Wunderbar. Ja, schade, jetzt kommen wir gar nicht mehr zu dem nächsten Puppmark. Es sei denn, wir lassen die Bakterien, die es hier gibt, lassen wir sausen. Hm. Das könnte man sogar machen. Ja, das machen wir. Wir gucken uns mal an, was es ist. Okay, wenn es Stratum ist, dann natürlich. Aber Bakterien. Nee, da fliegen wir lieber weiter und gucken uns zum Abschluss noch deine Überriese an oder was auch immer ist. Darf dann jemand anderes aufsammeln? So, da sind wir auch schon gleich. Dann sind wir mal gespannt, was wir hier noch haben. Oh, Stratum. Okay. Nun gut. Da haben wir ja keine andere Wahl, oder? Also, da müssen wir. Das lassen wir uns nicht hingehen. Könnte natürlich immer noch dieser andere Stratum da sind, wo ich immer nie der Name weiß, aber das gucken wir uns jetzt noch an. Anomo Stratum Tektonikas hätte ich schon nichts dagegen, also. Ich es nicht unbedingt erwartet, aber
Unverhofft kommt oft. Ja, wieder 0,4 G, da stehen die Chancen doch echt gut, dass das wieder unser Stratum ist. Ich würde mal fast sagen, jo. Jo, im Stratum Tektonikas Lime. Sind wir noch ein bisschen nach vorne, glaube ich. Jetzt muss ich doch den Kohlendioxidplanet noch scannen. Also wenn da auch noch Stratum ist, dann muss ich mal zumindest angucken. Alter, heute mal schon mal. Das ist auch bei Kohlendioxidatmosphäre das Stratum war. Das müssen wir machen, beziehungsweise werde ich noch tun, weil eigentlich machen noch die Probe hier fertig, würde ich sagen. So, würde ich sagen, gerade bei der Orbit ein paar. Eieieiei. Wunderschön. Genauso muss das doch sein. So, wo war das nochmal, der andere? War das die Enz? Nee, das waren die. Stimmt. Stimmt. Der da war ja nix, oder? Moment. Doch, den haben wir schon. Genau, den haben wir schon. Ja, du warst. Ja, und da muss ich jetzt nochmal zurück. Ah ne, stopp, haben wir schon gescannt, das war Bakterie. Alles gut, brauchen wir nicht. Ah! Ich bin wieder verwirrt. Chronisch. Chronisch verwirrt.
So, aber müssen wir was mal jetzt trotzdem noch machen? Wir überziehen heute einfach und springen noch zu dem Bookmark. Ganz einfach. Ja, nee, genau, stimmt. So war's. Das war zweimal Schwefeldioxid, die haben wir abgefrühstückt. Gab es nämlich zweimal Stratum Tektonikas und das einmal, das war Kohlendioxid, aber terraformierbar. Stimmt. Und Bakterien mehr als Dioxin. Heieieiei. So, müssen wir es leider noch ein bisschen vom Planet weg. So, dann müssen wir nur so ein bisschen außen rum um den Planet. Ganz gediegen, damit wir da nicht nochmal drauf fliegen. Zack. So, ein B-Stern, natürlich. Scheinbar kein Überriese. Gucken wir mal. Oh nö. All den Aufwand und er ist schon entdeckt. Das ist aber übel. Das ist aber übel. Die Gehtung kennen wir doch. 437 Sonnenradio. Na gut. Dort vorher haben wir Thermostratum Tektonikas. Ist auch viel wert. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne weitere Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.